Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Stoneheart, bei unserem Wüstenvolk, in einer neuen Aufnahmesession. Und wir sind zurück hier beim kleinen bunten Wuseln und ich freue mich wirklich wieder aufzunehmen, denn wir wollten noch so manches bauen und zeigen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, dass die Leute in der Zwischenzeit... Ah, guck mal hier, es gab nämlich auch ein Update in der Zwischenzeit, dass man jetzt hier zum Beispiel direkt auch die Symbole so sieht, wie das Ganze aussieht. Das sieht ja auch schon mal alles ein bisschen schicker aus mit dem neuen Update. Ich finde, das sieht alles übersichtlicher aus. Und ich würde sagen, wir fangen hiermit direkt an. Da steht, was wir alles so haben, was wir dafür brauchen. Also, das sieht alles hervorragend aus, würde ich mal behaupten, oder? Ja, sehr gut. Gut, dann fangen wir mal damit an. Oh, ich bin sehr angetan mit dieser neuen... von dieser neuen Führung, so wie das jetzt hier gehandhabt ist. Muss ich ja schon sagen, das sagt mir zu. So, das soll dahin. Bearbeiten. Ah, guck mal an, man kann jetzt Treppen bauen. Wie cool ist das denn? Das ist ja genial. Das freut mich ja. Und jetzt könnte ich auch... Ah, das ist... Also das gefällt mir sehr gut, das neue Update mit der ganzen Geschichte hier von wegen einfaches Bauen, dass das Ganze einfacher ermöglicht wird. Ich glaube aber, dass das leider hier das falsche Material war. Hatte ich hier das hellere genommen? Ah, letzte Aufnahmesession ist dann immer so eine Sache. Ja, ich kann ja notfallshalber kann ich das ja abreißen. Gut, dann würde ich sagen, bauen. Ja. Können wir machen. Ah, da kam gerade so ein kleiner Ladebalken, dass das Ganze so bewerkstelligt wird. Ich muss jetzt erstmal gucken hier, denn es gibt auch einen neuen Beruf. Ein Ingenieur. Macht Apparate für Verteidigungswaffen. Da bin ich ja mal gespannt. Den werden wir auf jeden Fall hier nochmal austesten, um zu gucken, was der kann, wer der ist und überhaupt. Also das möchte ich ganz gerne noch herausfinden. Ändere Arbeit, dann schauen wir doch mal rein. Der kam nämlich neu dazu, der Ingenieur. Ein Level 2 Schmied muss er sein und ein Schraubenschlüssel muss hergestellt werden. Dafür sollten wir erstmal einen Schmied allgemein machen. Das sollte dann vielleicht unsere nächste Aktion werden, dass wir da dann einen Schmied bauen werden. Lassen wir die aber erstmal da ein bisschen wuseln, ein bisschen handwerkeln. Dass sie das Gebäude dort fertig stellen. Ich beschleunige das Ganze mal ein wenig. Dass das auch nicht allzu lange dauert. Das hier wollte ich mir nochmal angucken. Das mit dem weißen... Ja gut, kann man machen. Passt ja noch einigermaßen zu grau. Ich dachte schon, das sehe jetzt optisch nicht so schick aus. Aber es geht ja doch. Also in der Hinsicht alles gut. Ja, wir hatten ja zuletzt hier einiges an Lehm abgebaut. Und... wenn es nötig ist, könnten wir noch viel mehr abbauen. Müssen wir mal sehen, wie es die Zeit erlaubt, beziehungsweise wie wir es denn überhaupt bräuchten von den Materialkosten her. So, aber der Töpfer, der hat ja noch so einiges zu tun. Das hat sich ja nach wie vor noch nicht geändert. Ich denke mal, das sollte er hinkriegen. Also unsere Töpferin ist ja eine Dame. Ja gut, wenn sie jetzt eins nach dem anderen herstellt, das dürfte echt gehen, zeitlich gesehen. Ich denke mal nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Ein Schmieden bräuchten wir dann noch. Aber der liebe Christian hat in den Kommentaren geschrieben, er möchte ganz gerne wieder zu unserer Bevölkerung hinzugefügt werden. Und wollte eigentlich Töpfer sein, aber da wir ja eine Töpferin haben, hat er sich entschieden, er möchte Farmer sein. Und deswegen... wird der Farmer, der Christian. So. Farmer Christian ist an Bord. In unser Dörflein eingezogen. Wunderbar. Es ist in der Nacht. Okay, die Farm läuft ja momentan eigentlich ganz solide, würde ich mal behaupten. Nahrungsvorräte sind eigentlich auch gut vorhanden. Wenn es kritisch wird, können wir ja die Felder noch erweitern. Das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession gesagt. Aber lassen wir die jetzt erstmal hier das eine Gebäude fertigstellen.
wir haben hier noch so endlose Möglichkeiten, uns auszubreiten und alles mitzunehmen. Aber das werden wir niemals in Anspruch nehmen. Denn wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich das Volk an für sich zeigen werde mit den Baumethoden, ohne kriegerische Handlungen. Das ist so meine Beabsichtigung. Und so werden wir das auch dann umsetzen. Sprich, es werden auch nicht mehr so viele Folgen davon kommen, aber ich will ja noch ein bisschen was zeigen. Sprich, die Gebäude natürlich fertigstellen, damit die Bewohner Unterkünfte haben. Ein paar Berufe zeigen, aber auch nicht alles, denn zum Beispiel Koch bin ich mir nicht sicher, ob wir den vielleicht noch machen werden. Aber einen Schneider bräuchten wir jetzt nicht, einen Herbalisten bräuchten wir nicht. Den Ingenieur will ich mal zeigen, weil mich das mal interessiert und weil er halt neu ist. Aber ansonsten werden wir halt nicht so viel jetzt rumexperimentieren. Weil das haben wir alles im Waldvolk ausführlich gemacht. Und hier werden wir es halt in groben Zügen darstellen, sprich die Gebäude zeigen. Und die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hier beim Wüstenvolk, muss ich gestehen. Klar, es ist immer wieder eine Umstellung hier mit dem Wüstenvolk, weil man braucht ja immer Lehm. Aber man sieht ja, mit ein paar Hügel kann man ja einfach eine Siedlung gestalten. Von daher ist das alles machbar. So, Bett und die sonstigen Klamotten stehen schon, okay. Aber das Gebäude an für sich ist noch nicht da. Wollen wir doch mal schauen, wie sieht es denn jetzt... Ah, Christian ist Stufe 1 geworden als Farmer. Wunderbar, Geschwindigkeit wurde erhöht. Lehm sieht noch richtig, richtig gut aus. Steine haben wir auch noch, also Ziegelsteine auch noch mehrere im Auftrag. Ich denke mal, wenn wir dann nochmal... Jetzt haben wir ja, lass mich mal kurz überlegen, 2... Ist das nicht eigentlich ein Haus für 2? Kommt da noch? Da müsste ja noch eigentlich im Bett hinkommen, ne? Tägliches Update. Jetzt haben wir dann 4, 6, 7, 8 Betten bei 16 Bewohnern. Da fehlt noch einiges. Essen haben wir nicht erreicht, alles andere haben wir. Das ist nicht so positiv. Wollen wir den Farmern vielleicht nochmal... Weiß nicht, was wir da vielleicht machen sollten. Wir müssen ja auch eigentlich das Ganze auch so essen, oder? Eine Handelskarawane ist da. Korb mit Kaktusfeigen. Kaufen wir einfach mal. Haben wir uns ein bisschen mehr Essen gekauft. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, da wir jetzt noch Geld übrig hatten. Aber wir können auch gerne mal sagen, dass die hier natürlich die Sachen abernten sollen. Haben wir da auch schon wieder ein paar Nahrungsvorräte mehr auf Lager. Kakteen kann ich ja aus der näheren Umgebung natürlich auch immer und immer mehr dazu holen. Ist vor allem auch nötig, wenn wir dann viel, viel mehr Bewohner haben. Hier unten haben wir zum Beispiel noch welche. Ich sag mal so, die jetzt ranzukriegen, das ist irgendwie das geringste Problem. Aber momentan geht es ja. Ich bin ja auch eigentlich froh, dass wir jetzt gerade nicht direkt schlagartig 20 Bewohner haben. Dass wir das lieber so ein bisschen Step by Step machen. Weil sonst ist das dann doch zu viel auf einmal. Wir kommen ja jetzt gar nicht dazu, irgendwie eine Unterkunft zu schaffen. Das machen wir dann alles Schritt für Schritt. So, wie sieht es denn eigentlich mit den optischen Aspekten aus? Oh, das haben wir alles. Blumenkästen könnte ich mal setzen. Zwerge hätten wir auch. Wie sieht denn eigentlich so ein Zwerg aus? Ich da mal so einen hinstelle, so optisch. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Hier so ran ist es okay. Aber da finde ich das, also obendrauf sieht das dann wirklich ein bisschen sehr übertrieben aus. So können wir es auf jeden Fall mal lassen. Vielleicht noch ein Zwerg jetzt hier so zwischen den Kakteen. Ist irgendwie auf dem Dach.
Weiß ich nicht. Wirkt doch ein bisschen albern, oder? Ja, ich glaube schon. Das lassen wir mal. Machen wir mal lieber hier so irgendwie an der Mauer. So als kleines Markenzeichen unserer Bevölkerung. Dass sie so kleine Gartenzwerge da rumstehen haben. Müssen ja nicht allzu sehr übertreiben. Das ist okay mit dem einen da. Das muss ja nicht überall gleich sein. Aber Blumenkästen können wir setzen. Vor allem sollten wir die dort setzen, wo die auch optisch zu sehen sind. Sprich, von der Sicht, wo wir halt immer schauen. Und das ist halt diese Sicht hier. Das hier würde auch noch gehen. Sieht da nicht zu sehr übertrieben aus. Und hier vielleicht auch nochmal. Wie gesagt, da, wo wir es halt sehen können. Muss ich jetzt nicht überall komplett drumherum haben, weil man das ja sowieso nicht sieht, weil ich diese Ansicht halt nie habe. Ich habe halt immer diese Sicht von hier. Außerdem sieht das sonst ein bisschen auch zu übertrieben aus, als wenn ich hier irgendwie an jedem Flecken überall was hinklatsche. Finde ich dann optisch auch nicht so schön. Dekoration okay, aber halt nicht übertreiben. Und wir haben ja sowieso noch einige Sachen, wie hier so eine dekorative Schale zum Beispiel. Die könnten wir zum Beispiel auch im Speisesaal reinpacken, ne? Okay. Wieso kann ich die nicht... Ich hätte gedacht, das ist irgendwie sowas wie ein Wandschmuck. Das steht denn wirklich einfach nur so am Boden? Das ist gar nicht zum Dranhängen? Okay. Das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dann machen wir es halt so als dekorative Punkte. So. Hauptsache, wir haben mal ein bisschen mehr im Speisesaal. So, das wäre auf jeden Fall das. Jetzt müssen wir mal schauen. Das Gebäude wird bald fertiggestellt. Das ist sehr gut. Der oder die Farmerin steht hier auf der Bank. Warum auch immer. Vielleicht werde ich dann doch nochmal die Felder vergrößern. Aber warten wir es erstmal ab. Noch geht ja alles so. Das ist auch okay hier mit dem Eingangsbereich. Dort kann ich auch mitleben. Und wir haben den richtigen Gehweg ausgewählt. Da bin ich auch schon mal zufrieden mit. So, dann gucken wir doch mal. Töpfer. Wie kommt er zurecht, unsere Töpferin? Ja, auf kurz oder lang, wenn wir natürlich noch mehrere Gebäude jetzt machen, dann müssen wir natürlich auch nochmal mehr Leben ranholen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist ja eigentlich ein Haus für zwei. Kommt das Bett jetzt dann noch zum Schluss rein oder haben wir keine Betten mehr? Müssen wir doch noch Betten haben. Ja klar, wir haben noch Betten. Sogar feine Betten. Vielleicht werde ich das dann einfach manuell setzen, wenn die das dann so nicht setzen. Dass das vielleicht ein bisschen fehlerhaft jetzt gerade war, weil sie die Möbelstücke erst gesetzt haben, bevor sie die Wände hochgezogen haben. Könnte sein, könnte ich mir vorstellen. Ah ne, da. Da ist noch so ein Symbol, dass sie das Bett da noch hinsetzen werden. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das Haus ist gleich eh fertiggestellt. Wunderbar. Vielleicht können wir ja doch nochmal Fenster auf dieser Seite hier reinpacken, weil wir ja immer diese Ansicht haben auf unser Dörfchen. Eigentlich sollte ich dann auch schon das nächste Gebäude da setzen. Ah, jetzt kriegen wir doch noch einen neuen Bewohner. Wie gesagt, gemischte Gefühle, weil wir halt nahrungstechnisch bzw. platztechnisch nicht so gut dastehen momentan, um jetzt noch einen weiteren mit so zu versorgen. Aber das kriegen wir schon hin. Also 17 geht ja noch. Solange wir jetzt nicht schlagartig auf 20 kommen, ist das alles noch im Rahmen der Möglichkeiten. Handelskarawane, wir brauchen wir nichts von. Brauchen wir nichts verkaufen, alles gut. So, das Gebäude wird gerade fertiggestellt. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht direkt das zweite, aber ich will auch ganz gerne einen Schmied haben.
Der Jagen, der neue, der kann doch direkt mal Schmied werden, oder? Komm. Du wirst Schmied. Du bist dafür auserkoren worden. So, Schmied. Ich stehe mal ganz kurz langsamer. Du stellst mal bitte eine Schmiede her und einen Schmiedeamboss kannst du noch nicht herstellen. Dafür brauchst du erst Metallbarren. Ja, okay, das dauert natürlich jetzt alles. Da ist der Werkzeugschlüssel, dafür brauchen wir auch, oh, zwei Stahlbarren. Das ist natürlich noch ein bisschen was hin, das Ganze. Was ist das denn? Okay. Negan, was ist denn los? Kommt sie da nicht mehr von der Bank runter? Kann das sein? Weil sie stand ja auch eben die ganze Zeit auf der Bank. Wenn ja, wäre das aber ein doofer Fehler irgendwie. So, ich kann ja mal schauen, dass ich. Das sieht auch komisch aus, ne? Warum sieht das so komisch aus? Ich weiß nicht. Ich kann ja mal schauen, dass ich vielleicht noch ein Fenster oder allgemein Fenster noch mit. Herzlichen Glückwunsch! Dieses Gebäude ist fertig. Wow. Darf ich denn jetzt auch mit meinem Glück wünschen, vielleicht noch. Hallo? Darf ich das nicht bearbeiten? Geht ja auch so, ne? So. Nur weil wir das von der Seite aus sehen. Sonst hätte ich das jetzt auch nicht so gemacht. Ich glaube, Negan kommt da nicht runter. Das ist gerade ein bisschen buggy mit ihr. Mache ich da meine Leiter hin, dass die Leute die mal bitte befreien sollen. Weil sonst ist das ja ein bisschen doof. So, Kaktusblüten sind auch wieder da. Können wir dann direkt mal einsammeln. Die gehen jetzt alle speisen, lassen ihre Kameradin in den Stich, auch okay. Und wir sollten dann vielleicht dann das nächste Gebäude planen, vielleicht auch die Schmiede. Die Schmiede könnten wir ja noch hier mit hinpacken und hier vielleicht noch, wenn wir es dann schaffen, ein kleines Nahrungslager mit Kochstelle. Müssen wir mal sehen, ob wir das noch machen werden, schaffen werden, wie auch immer. Warten wir es erstmal ab. Ich würde jetzt sagen, dass wir vielleicht die Schmiede anfangen sollten. Die Schmiede. Individuell. Eigenes Gebäudedesign, ja, das möchte ich. Und weißer Boden ist vollkommen in Ordnung. So, das muss jetzt hier wieder 13 sein. Also sollte, muss nicht, sollte aber 13 sein. Und dann können wir 7, 7. Schmiede braucht relativ viel Platz, weil die viele Sachen mit drin hat. Machen wir mal 20. Ich hoffe, das reicht. So, ich gucke mir das nochmal an. Ja, müsste hinhauen. Die Ziegelmauer. Ja, weiß. Nee, das finde ich irgendwie hässlich. Machen wir es weiß. Christian ist Stufe 2. Wunderbar. So, weiß war jetzt das. Dann wollen wir natürlich auch ein Lehmdach haben. Dann nehmen wir dann das von links nach rechts. Das ist okay. Dann wollen wir dann noch eine. Ich habe das Gefühl, dass der Baumodus jetzt irgendwie schöner läuft. Machen wir mal eine rote Türe. Dann noch ein bisschen. Gehweg. Das war aber aus Stein und das war genau das hier. Und dann noch ein paar Fenster. Die hier finde ich sowieso am schönsten. Dann machen wir auch diese hier. Diese Fliegen. Komm, machen wir mal so zwei nebeneinander. Das ist mal ein bisschen anders vom Baustil her wie sonst immer. Würde das überhaupt passen? Ich bin mir da immer unsicher. Ja, das passt sogar.
will aber auch nicht immer so übertreiben, also dass jetzt wirklich immer so viele Fenster irgendwie an einem Haus sind. Ist ein bisschen unsymmetrisch. Naja, komm, machen wir es jetzt so. Egal, da ist die Lücke halt 3, da ist die 2, machen wir es jetzt einfach mal so. So gemacht und gut ist. Blumenkästen können wir jetzt gerade so noch nicht setzen. Müssen wir mal dann im Nachhinein schauen. Aber ich kann ja sowieso hier. Ich muss ja erstmal noch die Fenster setzen. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Nichts überstürzen, nach und nach. Da, hier und dort. Sehr gut, das hätten wir. Ja, oben will ich keine Fenster, das ist okay so. Ist mal ein eintöniges Gebäude von der Farbe her, aber gut, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber was ich ganz gerne noch haben möchte, wären. Ach, da kann ich die Sachen. Okay. Natürlich wären hier Lehm-Wandlampen. Also die Öllampen. Die wären da ganz gut. Und dann will ich natürlich auch noch Blumenkästen haben von der Seite, wo wir es halt immer sehen. Das wäre dann hier. Oh Gott, da haben wir ja auch noch hier dekorative Teekanne. Können wir die. Da bin ich ja mal. Ah ne, komm, machen wir erstmal das Gebäude jetzt hier fertig, bevor ich hier rumbastel. Beenden. Wir haben alles vorhanden. Lehmziegelsteine wird ein bisschen eng. Ansonsten geht es. Okay, bauen. Ja, lass sie arbeiten. Und es wurde geladen, das heißt, es kann losgehen. Ein Händler ist da. Oh, und was ich sehe, wir sind am Ende einer Folge hier von Stoneheart. Ja, wie es weitergehen wird und was wir noch alles bauen werden, das erfahrt ihr übermorgen in einer neuen Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.